Eine Nation definiert sich nicht nur durch die Menschen, die sie hervorbringt, sondern auch durch die Menschen, die sie ehrt und derer, die sie gedenkt. John F. Kennedy. Preacher vor 8 Wochen. Und damit herzlich willkommen zum Medal of Honor Warfighter, Freunde. Ich wollte eigentlich zuerst Far Cry 3 spielen, um euch ein bisschen auf Far Cry 4 hinzustimmen, das jetzt im November erscheint. Aber leider Gottes ging das nicht so gut. Und dann dachte ich, okay, dann probieren wir halt mal MOH Warfighter. Mit dem hatte ich auch schon mal Probleme gehabt hier auf dem PC. Aber wie gesagt, wir hoffen ja, dass das jetzt funktioniert. Wir sind offenbar Preacher. Tauche da heftigst irgendwo in Tränen in Karachi, Pakistan, aus dem Wasser drauf. Und dann gucken wir mal, was wir da so zu tun haben. Zu jeden Fall noch einer dabei. Und auf jeden Fall scheint dann das gar nicht auszumachen, und zwar, dass sie da im Wasser da rumstehen, ist da alles so suckelig und nass. So, dann gucken wir mal, was da so abgeht. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß, hoffe, ihr bleibt mir gewogen. Und Entschuldigung, wenn ich das nicht so spiele wie andere Leute. Aber ich bin mehr so. Udo, wir sind am Strand. Rücken zum Ziel vor. Haltet euch am Exfiltrationspunkt bereit. Wir haben gesehen, das Ziel kommt auf euch zu. Ganz nicht einfach. So der rein, wir gehen wieder raus. Experte-Spieler. Wir hier waren. Kein Noob, aber auch kein Pro. Wir haben hier keine Freunde. Erledigt ihn. Truck. Du darfst die Wache nicht erschießen, sonst ist die Operation am Ende. Platziere einfach den Sprengsatz. Ich sichere dich. Breacher, die Wache ist bewaffnet. Leg den Kerl um. Nicht übel. Jetzt geh in Deckung. Halbes Schiff. Oh oh. Hey, Vater! Komm, Vater, was zur Hölle ist da los? Keine Ahnung, Bodo. Bleib dran! Wir sind nach hinten abgeschnitten. Die Meerkreation ist gestorben. Oh, da fällt immer mehr runter. Ich mache alles.
vorbei. Schade. Und wie gesagt, ich bin nicht so der Pro in so Armeespiele. Aber ich wäre ja wohl eine schwule Hubschrauber oder was. Schon wieder vorbei. Na komm, vielleicht. Wir lachen jetzt bestimmt alle gar, aber vielleicht gibt es da welche, die das deswegen witzig finden und weiter gucken. Ich höre das halt gleich. Haben sie einen coolen Hubschrauber da abzuschießen? Geschossen, Fritscher! Na, da war's. Gut gemacht! Ein blöder Hubschrauber, der braucht er. Alter, mal den ich gerade nehme. Au! Bam! Heftige Explosion. Die liegt zurück! Na, ja, würde ich schon sagen. Ab ins Wasser. Electronic Arts präsentiert. Danger Close Spiel. Medal of Honor Warfighter. Ich weiß, wie das läuft. Du versprichst dich zu ändern. Mach Bella Hoffnung. Wir schmieden Pläne und dann kriegst du plötzlich einen Anruf und verschwindest. So ist es nicht. Lena? Leg dir einfach auf, blöde Kuh. Verdammt. Telefon. Warum hast du aufgelegt? Ich bin unterwegs. Da war ein Tunnel. Du telefonierst beim Fahren? Ist Bella im Auto? Ich fahre nicht. Wer dann? Also man fällt nie, mein während Dad, Autofahrer telefoniere. Vertrauen mir, ich habe da Erfahrung. Ich weiß, dass das nur unnötig Geld ist. Ich will nicht mehr kämpfen. Sich erwischen lässt, also bitte mach du das nicht. Dafür. Mach das bitte nicht. Also Vorvideo ein wenig langatmig. So wie es aussieht, Mother, Dusty, wieder zu was ist bei eurer Operation passiert? Die Stimme von Samuel L. Jackson.
Dann regnet es plötzlich Container und wir liefern uns eine Schießerei mit einem verfluchten Helikopter. Und der war bestimmt nicht von der Küstenwache. Unmöglich. Wir empfangen Siggins-Signale von Manila bis Ostafrika. Ihr habt mit eurem Feuerwerk irgendwen wütend gemacht. Irgendeine Ahnung wen? Die Liste ist ziemlich lang, Bruder. Tun wir OGA einen Gefallen, bleiben am Hafen und arbeiten die Liste ab. Nein, das ist nicht Sache der Navy, Dusty. Wir bräuchten eine Genehmigung von ganz oben. Die habe ich schon. Tja, war ja klar. Was sagen denn deine Quellen vor Ort? Wir hatten da jemanden, Codename Argyrus, in einer Zelle auf der arabischen Halbinsel. Ihr hattet jemanden? Haben seit Monaten nichts von ihm gehört. Echt beunruhigend. Er könnte tot sein oder ausgeflippt. Er könnte überall sein. Naja. Also Vorvideo ein wenig langatmig, muss ich doch sagen. Ein bisschen wenig Action. Argyrus. Mhm. Also wir sind jetzt nicht Preacher. Wir sind jetzt in dem Abschnitt Argyrus. Und das ist so ein Araber. Wir sind irgendwo im südwestlichen Jemen. Und ich übersetze euch auf Arabisch nicht, dass wir stehen nicht können. Okay, dann gucken wir mal, ob man uns durch wird. الأخوة الذين ستقابلونهم هم أساتذتي وسوف يقومون بتدريبكم في الأسلحة والتكتيكات ويمكن اختيار بعضكم لتدريب متقدم لنقل الجهاد إلى بلاد الكفار. الآن هو الوقت المناسب لإظهار جودتكم. تحرك إلى الداخل. اسحب تحت الاسلاك الشائكة. لديك مجموعة متنوعة من الأسلحة لاستخدامها ضد الكفار. Alle Ziele erfüllt. Jetzt müssen wir nur Munition. Hi, Captain. Kugeln. لقد نجحت في هذا الاختبار. انتقل الى الباب لاختبار اخر. Geh zur nächsten Prüfung. Zu der Tür. Ja, dann muss ich auch die Kopfhörer vorbei lösen. Also, Kugel, der kennen wir schon mal. اختبئ وراء الستار واستعد لاطلاق النار على الاهداف. Also, Schieß in der Deckung haben wir jetzt auch hin und jetzt sollen wir in den nächsten Raum gehen. Und wissen wir was, Freunde? Bevor wir in den nächsten Raum gehen, das machen wir in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Medal of Honor Warfighter. Ich hoffe, ihr bleibt mir gewogen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Wir sehen uns wieder. Tschüss, bis dann.